Ja, Camperfreunde, jetzt sitze ich mal in einem etwas geräumigeren Fahrzeug, trotzdem er nur relativ kurz ist. Also es ist wirklich faszinierend. Der Matrix 600 DT Plus, ein sehr modern wirkendes Fahrzeug, aber das kennt man ja von Adria mittlerweile. Das Spannende an dem Fahrzeug ist die Mittelsitzgruppe Face-to-Face, die zeige ich euch gleich. Dann haben wir eine relativ geräumige Küche. Und ein Heckbad. Ja. Und wo pennt man? Ja, das ist die große Frage. Und in dem Falle ist es so, wir haben hier ein Hubbett über der zentralen Face-to-Face-Sitzgruppe. Das heißt, ich kann sowohl die Sitzgruppe umbauen und dort jemanden schlafen haben, aber halt auch oben das Hubbett runterlassen und dann dort schlafen. Auch wieder ein sehr interessantes Konzept. Ähnlich wie wir das ja schon in dem anderen Fahrzeug, dem etwas älteren Fahrzeug hatten, was ich euch von 2019 gezeigt habe. Das hier ist ein 21er Modell und sehr toll aufgemacht. Ganz klares, puristisches Design, aber interessante Kombination zwischen dem hellen Holz, den weißen Flächen, den grauen Flächen. Auch die Sitze sind mit ihren hellgrau gemustert, grau, dunkelgraue Teilleder. Geschichten sehen die schon sehr, sehr gut aus. Gut ist, dass wir hier nochmal zusätzliche zwei Sitzflächen haben mit Gurten. Das heißt, wir können hier die Sitzbänke der Dinette umbauen und haben dann nochmal zwei Reiseplätze für weitere Mitfahrer. Seid gespannt, wir gucken uns das gleich an. Ich gehe jetzt erstmal mit euch außen rum und dann schauen wir uns das Ganze von innen mal im Detail an. Bis gleich. Da haben wir ihn, den Matrix 600 DT Plus, auch in der 6-Meter-Klasse. Die Alternative zu dem eben gezeigten Twin, durchaus natürlich auch interessant. Der ist natürlich eine Ecke breiter, das muss man ganz klar sagen, aber von der Länge her halt sehr ähnlich, ne? Und mal gucken, ob wir da noch dazwischen kommen, dass ich mal ein bisschen weiter zeigen kann. Das ist hier alles ein bisschen eng. Die Kollegen von Bergische Wohnmobile ziehen nämlich bald um, haben deutlich mehr Platz jetzt. Ja, so ein bisschen kann man da reingucken. Schauen wir uns das Ganze mal von innen gleich an. Ich gucke mal, ob ich hier in die Garage schon mal reingucken kann. So. Da sieht man schon mal eine sehr hohe Garage. Da liegt eine Leiter für Zoosen, ein Schrank. Also hier kriegt man auch locker zwei Fahrräder sehr bequem rein. Plus diverses andere. Das ist wirklich schön. Das ist gut. Auch wieder der moderne Leuchtenträger hinten drauf. Das sieht schon sehr, sehr gut aus. Jetzt gehen wir mal rein und gucken uns das Fahrzeug von innen an. Ja, Freunde, wie schon versprochen, ein ungewöhnliches Fahrzeug. Schaut euch das mal an. Da ist richtig Platz. Wahnsinn. Also hier habt ihr sehr bequem Platz für sechs Leute. Ja, wie ich schon versprochen habe. Vier Sitzplätze mit Gurt. Ja, dort und einmal dort. Plus natürlich die beiden vorne. Ein riesiger Tisch. Wirklich toll. Höhenverstellbar, damit wir da natürlich auch nochmal zwei Betten haben. Dann haben wir hier über den Schränken, unter den Schränken Leseleuchten. Nochmal USB-Ausgänge. Hier ist jetzt nicht so viel. Aber die Hauptsituierung ist halt hier in der Ecke. Und hier vorne auf den Captain Chairs haben wir natürlich auch nochmal Leseleuchten. Auch das hier, Sechsgang-Schaltautomatik, Teilklimaanlage, schöne Ablageflächen oben, Links- und Rechtsfächer, Licht durchflutet, wirklich schön. Und wenn wir jetzt hier den Tisch mal hochklappen, den kann man dann hier nochmal abstützen,
fürs Bett. Ja, dann lässt man den runter und kann dann hier die Beine entsprechend runterklappen. Und dann hat man da nochmal zusätzliche Liegefläche. So, jetzt gehen wir mal hier gerade dran vorbei und schauen uns das jetzt mal hier oben an. Die Fächer hier sind jetzt ja ausreichend groß. Ihr habt ja hier entsprechend Ablage, ja, da ist ganz viel Ablage. Hier ist die Verdunklung von dem, die Jalousie von dem großen Panoramadach. Und wenn ich das hochgeschoben habe, dann kann ich unten drunter den Insektenschutz hochfahren. Das ist schön gemacht. Hier auf der Seite auch noch mal kleines Ablagefach. Die Fächer links und rechts über der Dinette, die sind wahrscheinlich jetzt nicht so groß, vermute ich jetzt mal. Oh doch, da geht auch nicht was rein. Das habe ich schon schlechter gesehen. Ja. So, jetzt ist er eingerastet. Und auf der Seite habe ich halt drei davon. Ja. So, dann haben wir hier hinten raus die Küche. Die ist auch sehr schön, hat einiges am Platz, muss man wirklich sagen. Schönes, tiefes Waschbecken, toller Wasserhahn. Ja, und dann habe ich hier einen Drei-Flammen-Kocher. Das ist schön. Und wie ich Adria erkenne, ist oben drüber ein Dunstabzug. Genau. Richtig. Hier ist Dunstabzug. Nochmal Beleuchtung, nochmal Steckdosen. Also richtig, richtig schön gelöst hier. Dann haben wir hier unten die Schubladen. Die sind tief. Da geht unglaublich viel rein. Ja. Drei Stück davon. Plus dann hier unter dem Waschbecken nochmal. Schön auch mit separatem Fach unterteilt. Wunderschön die Form angeglichen an den Küchenblock. Toll gemacht. Wirklich, wirklich, wirklich schön. Oben drüber habe ich zwei große Fächer. Nein, die schwenke ich mal rein. Einmal und zweimal. Und dann liegt hier auch eine Kopfstütze drin. Die gehört mit Sicherheit zu einem der beiden Sitze. Ja, und dann haben wir auf der gegenüberliegenden Seite den großen Thetford Slim Tower. Der ist, ja, der nimmt gar kein Ende. Guckt euch das an, der ist wirklich fast 1,70 Meter hoch, würde ich sagen. 1,60 hat der bestimmt. Gucken wir mal rein. Ja, das ist halt der große Slim Tower von Thetford mit dem Eisfach. Dann hat er hier viel Platz. Riesengemüsefach. Die Türfächer sind ein bisschen klein, also da wird man wahrscheinlich die Flaschen alle da unten unterbringen müssen, neben dem Gemüse. Oder eben querlegen. Wobei ich denke, die werden da unten in die Box müssen. Das hilft nichts. Dafür ist die Tür nicht tief genug. Dann haben wir hier die TV-Halterung. Ja, zum Ausziehen, Schwenken. Genug Platz. Hier oben die ganze Kontrolleinheit, die Tumoreinheitssteuerung. Und hier nochmal ein Fach oben drüber. Das kann man mit Sicherheit auch nochmal nutzen für eine kleine Mikrowelle stattdessen. Oder Mini-Backofen. Den wird man da wahrscheinlich auch unterkriegen. Kann ich mir gut vorstellen. Hier ist nochmal das Hubbett, die Hubbettkontrolle. Das schauen wir uns jetzt an. Ja, mal gucken, wie das jetzt hier funktioniert. Ah, seht ihr? Und schon kommt das Ganze runter. Und das erklärt jetzt natürlich auch die Leiter der Garage. Schaut euch das an. Schön auch hier mit dem Logo eingelassen. Das hat schon Stil, ja. Da kann man dann sehr bequem drauf liegen. Definitiv. So, und das fährt jetzt weiter runter. Bis 200 Kilo ist es zugelassen. So, und wenn man jetzt die Kissen umklappt, kann man es noch weiter runterfahren. Ich fahre es mal noch ein Stück hoch und guck mal, dass ich mal die Kissen umgeklappt kriege. So.
Mal gucken, wie tief geht das denn notfalls runter? Ah, das geht ganz runter. Also, wenn man die Kissen umlegt, komme ich nochmal 40 cm tiefer. Dann habe ich auch keine Notwendigkeit für eine Leiter, sondern dann kann ich ganz normal einsteigen. Das finde ich schon sehr, sehr gut. Ja, so ein bisschen Luft ist da noch. Da habe ich noch 30 cm, 40 cm, die ich das Bett noch weiter runterlassen kann. Schöne war große Liegefläche. Üppige 2 Meter lang und ich denke mal 1,60 breit. Das ist toll. Gefällt mir gut. Ja, dann fahren wir das gerade mal wieder hoch. Und dann gehe ich mit euch ins Bad. So, nachdem das Bett jetzt wieder oben ist, haben wir hier auch wieder richtig Platz. Also wie gesagt, ich bin 1,87 Meter und habe immer noch 5 cm über meinem Kopf, die ich hier unter dem Hubbett habe. Das ist wirklich tolle Sache. Also mega. Wie gesagt, bis 200 Kilo zugelassen. Da sieht man es. Hier sind die Kontrollen dafür. Hier ist nochmal TV-Ausgang klar, weil hier die Halterung ja ist. Und jetzt, Leute. 6 Meter lang das Auto und guckt euch dieses Bad an. Das ist der Knaller. Also das finde ich mega. Da haben wir ein Fach, da haben wir auch ein Fach unter dem Waschbecken. Die Tedford-Toilette. Ich mache euch mal hier die Klappe auf. Schaut mal hier rein. Echt irre. Ja, echt irre. Da ist richtig Platz drin. Ja. Da, upsie. So, dann haben wir hier, wie gesagt, die Schwenktoilette. Hier oben mache ich euch auch mal auf. Für so Kleinigkeiten, für Bad vollkommen ausreichend. Oder? Was meint ihr? Schreibt es mal in die Kommentare. Da kriegst du alles Mögliche rein. Da oben ist Strom für den Rasierer, für den Föhn. Ja, dann habe ich hier nochmal den Lichtschalter für die Beleuchtung. Alles schick mit LED gemacht und kleine. Das sind die kleinen Laserleuchten wieder, seht ihr das? Dann hier der Handtuchhalter. Das ist schon toll, ja. So, und jetzt drehen wir uns um. Und das ist der Knaller. Schaut euch das mal an hier. Das ist mal eine Dusche. Und das in so einem Fahrzeug. Ja, also volle Stehhöhe. Locker 1,90 gehen da rein. Eher 1,95. Da war das Kabel gerade von meinem Akku zu sehen. Schöne Kunststoffglastür, damit man das hier spritzgeschützt zu hat. Hier ist nochmal ein Handtuchhalter. Ja, da kann ich die Schiebetür schließen und für die Fahrt auch verriegeln. Die rollt hier schön in der Kassette. Und dann habe ich hier meine kleine Wellness-Oase. Das ist wirklich toll. So, und jetzt geht's weiter. Weil wir wollen uns ja im Bad nicht nur duschen und waschen und Toilette, sondern wir wollen uns ja auch hier anziehen. Guckt euch diesen riesigen Kleiderschrank an. Das ist der Knaller. Wirklich. Hier kriege ich Zeug rein ohne Ende. Schubladen hier. Schaut mal hier. Eine Schublade. Noch eine Schublade. Also da ist richtig, da hat richtig einer mitgedacht. Das ist ein tolles, tolles Konzept. Und dann habe ich hier unten, Moment, ich mache jetzt mal hier oben gerade den Schrank wieder zu. Zack, einmal. Und nochmal. Und jetzt gehen wir gerade hier unten. Seht ihr, das ist die vorhin in der Garage angesprochene Durchreiche. Hier kann ich auf die Garage zugreifen. Ja, das heißt, wenn ich hier zum Beispiel Getränke hinstellen würde, Getränkekiste, ja, dann kann ich die hier von hier aus locker mir greifen. Man stört ja nicht, dass er durchs Bad geht. Ganz im Gegenteil, ich finde das eigentlich gut. So, und jetzt schwenke ich euch nochmal komplett rum. Mach den Tisch natürlich nochmal schön. So, zack. Wunderbar. Und jetzt gebe ich euch nochmal die volle Ansicht. Face-to-face Dinette. Absolut im aktuellen Trend. Sehr schöne Sitze, sehr bequem übrigens. Ich habe da gerade drauf gesessen für die Intro. Der Küchenblock
in der Breite ausreichend, genügend Stauraum, wirklich. Also 6 Schubladen, da passt jede Menge rein. Auch hier die Spüle ist tief genug, um da ordentlich drin zu spülen. 3 Kochfelder, ja, natürlich Piezo gezündet, Dunstabzug, nochmal eine Ablage da. Dann insgesamt 5 vernünftige Oberschränke über der Dinette, trotz des Hubbetts. Das muss ich wirklich sagen. Da ist wohl Kritik angekommen vom Vorgängermodell. Die waren ja wirklich winzig, die Fächer, aber hier geht richtig was rein. Und natürlich vorne dann die volle Stehhöhe mit der ausreichenden Ablage über den Türen, über der Windschutzscheibe, plus die zweigeteilte Jalousie für das große Fenster zum Abdunkeln. Und wenn ich es ganz hoch schiebe, habe ich den Insektenschutz, wenn ich das Fenster aufhaben sollte. Und unten drunter habe ich halt auch nochmal Verdunklung links und rechts, sodass ich dort also wirklich das Führerhaus komplett dicht kriege. Und ich glaube, wenn man hier noch einen Vorhang zusätzlich reinzieht, oben beim Bett, dann hat man es hier kuschelig dunkel. Ja, natürlich der Nachteil, wenn hier noch einer lesen will und der andere will schon pennen, ja, das wird dann schwierig, ne? Da muss man sich arrangieren. Man kann natürlich sagen, okay, komm, zieh der Kopfhörer auf, kannst du Fernsehen so gucken. Aber man kriegt hier auch bequem 4 Leute unter Tisch runterklappen. Und dann hat man da unten auch nochmal 2 Schlafplätze und dann lässt man das Hubbett halt nur halb runter, hat die Leiter dafür hinten im Auto und kann das Ganze wunderbar nutzen. Mir gefällt das. Schönes Konzept, auf der knappen Fläche so viel Wohnraum unterzubringen. Bravo, Adria, bravo. Ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst mir ein Like da, wenn dem so ist. Und wenn nicht, klickt zweimal drauf, auch gut. Und wenn euch mehr Content in dieser Art interessiert, dann lasst ein Abo da und macht die Glocke an, dann verpasst ihr auch keinen neuen Content. Vielen Dank, ihr Lieben. Bis bald.